Hallöchen Freunde und willkommen zurück bei Schlag den Raab, das dritte Spiel, das Let's Play. Und wir sind auf der Spielstufe schwer und ja, jetzt geht's los mit Spiel Nummer 3. Zwei Spiele haben wir gemacht, die haben wir beide gewonnen. Und Spiel 3 wird sein... Fehlerbilder. Das erklären, das macht der gute Gätchen. Worum es in Fehlerbilder geht? Ihr spielt gleichzeitig. Zwei Bilder werden gezeigt. Auf dem rechten Bild hat sich ein Fehler eingeschlichen. Buzzt, sobald ihr den Fehler gefunden habt, und markiert ihn. Ist die Markierung falsch, bekommt euer Gegenspieler einen Punkt. Es gewinnt der Spieler, der zuerst 6 Punkte hat. Ja, alles klar. Aller Anfang. Das. Dann kann's losgehen. So, wo haben wir den Fehler? Wo haben wir hier den Fehler? Nicht so einfach. Aha. Oh ja, der Schatten von dem Baum fehlt. Damit geht der Raab in Führung und weiter geht's. Das sollte ja nicht so schwer sein jetzt hier. Ach, komm schon. Spitze, das war der. Jawohl, da fehlt der blaue Punkt. Da war ein bisschen schneller als ich beim Buzzer. Und motiviert? Gut, dann weiter. Und weiter geht's. So, da haben wir's doch hier. Zack. Ja, Fehler erkannt. Und unser erster Punkt. Interessant. Puh. Eieieiei. Ja, da fehlt eine Stufe. Na, ihr werdet ins Schwitzen kommen. Und weiter geht's. Wow. Wo ist der Fehler? Ach, komm schon. Und? Das war falsch. Na, da sehe ich aber nichts. Wir wollen sicher die richtige Antwort. Ja. Ach, da fehlt der Knopf. Alles und klar. Unser Spiel geht weiter. Und weiter geht's. Also, 2-3. Hier vorne. Fehlt ein Baum. Super, gut erkannt. Danke. Dann machen wir mal voran. Und weiter geht's. Wo haben wir hier den Fehler? Da haben wir ihn. Hier oben. Zack. Und damit gehen wir in Führung. Spitze. Damit gehen wir in Führung. Wir machen weiter. Puh. Da fehlen Fenster. Hier fehlen Fenster. Hast du das durch Zufall entdeckt? Egal. Nein. Das ist richtig. Das hat alles und Konzept. Runter weiter. Oh, Monopoly. Und da fehlt doch hier. Beziehungsweise ist hier zu viel ein Häuschen. Das ist richtig. Du hast gute Augen. Dankeschön. Nee, und. Was ist das? Damit gewinnen wir hier auch das dritte Spiel. Das war ja nicht so schlecht. Nö, wir sind auch wieder total motiviert. War ja nicht so schlecht. Dann zählen wir mal Pünktchen. Ja, wunderbar. 6-0 hier. Also, der Stefan chancenlos. Ach, die Torte, das interessiert uns gar nicht. Wir haben 3 Spiele gewonnen. Und weiter geht's mit Spiel 4. Spiel 4. Und das wäre, lieber Herr Gätchen. Danke. Stahl gegen Holz. Gebt euer Bestes. Ihr sollt in einer Minute so viele Bäume wie möglich fällen. Alles klar. Und... Du bist dran. Los geht's. Lena, so, diese Bäume halten dich vom Sieg ab. Töte sie. Und komm schon. Und Lena, knick um das Ding. Ein neuer Trick, oder? Und wir wollen hier möglichst 6 Bäume schaffen. Und weg das Ding. Ja, wenn der Baum das... Ah, 7 wäre natürlich noch besser.
Und tut mir leid für die... Oh, tut mir leid für die Mausgeräusche. Eigentlich sollst du hacken, nicht biegen. Die umgehackten Bäume werden anschließend zu popofreundlichem Toilettenpapier verarbeitet. Die sind umweltfreundlich. Na, dann machen wir mal einen Witz zu. Und weiter geht's. Das Spiel war ja live in der Show ganz schön anstrengend für die Athleten, hätte ich fast gesagt. Ganz schön anstrengend für Raab und den Kandidaten. Oh. Komm, knick um das Ding. Und den hier noch, komm. Komm, mach um. Ah. Aber 7 Bäume ist, glaube ich, ein ganz gutes Ergebnis. Zeig's uns mal. Da bin ich mal gespannt, was der Raab macht. Großes von dir. Oh, sieht nicht schlecht aus. Ja, darf man das? Warum nicht? Na, oh, Stefan ist hier gut unterwegs. So, ah, wenn das mal nicht eine 8 wird, das wird ärgerlich, wenn er hier das gewinnt mit 8 Bäumen. Aber es sieht ganz danach aus. Na? Na? Jetzt kommt's auf jede Sekunde drauf an. Da wird natürlich versucht. Ah, und den hat er. Und den wird er auch noch schaffen. Das ist ärgerlich. Oh, oder? Na? Ah, und da hat er den 8. auch noch. Also, da gewinnt Stefan noch das erste Spiel. Und macht's wieder ein bisschen spannender. Das war irgendwie klar, dass Stefan Bäume fällen gewinnt. Klar war das klar. Ich glaube, das war gar nicht so klar. Ich glaube, wir haben da einfach nur am Ende das ein bisschen verbockt. Nun der Zwischenstand. 6-4 auf einmal nur noch. Also, da ist noch gar nichts gegessen. Jetzt möchte ich auch nochmal die Torte sehen. Hier sehen wir es. Ach, ein Achtel ist gerade mal gemacht. Oder ein Zehntel. Wer weiß mehr? Tja, dann erklär mal. Danke. In diesem Spiel geht es um Wissen. Ihr spielt abwechselnd. Eine Frage mit 15 Antworten wird angezeigt. 5 Antworten sind falsch. Nun müsst ihr abwechselnd eine richtige Antwort auswählen. Wer 4-mal falsch liegt, scheidet aus. Der andere gewinnt. Alles klar, dann geht's los. Dann starten wir einfach. In welchen Disziplinen hat Kenia eine Medaille bei den Olympischen Spielen gewonnen? Oh Gott. Puh. Kenia bei den... Also Kenia haben wir auf jeden Fall hier. Haben wir Marathon der Herren? Marathon der Herren. Hallo. Okay, machen wir Marathon der Frauen. Also das werden in allererster Linie die Laufdisziplinen sein. Gut und richtig. Und ich gehe auch davon aus, 10.000 Meter. Doch. Korrekt und akzeptabel. Und 5.000 mit Sicherheit auch. In Schwarze getroffen. Stimmt, weiter so. Und bestimmt auch hier. Das lasse ich mal so gelten. Das kam ja wie ach, den wollte ich doch nehmen. Richtig. Tja, 800 Meter. Eine präzise und richtige Antwort. Aber jetzt wird's... Das stimmt nicht. Ah, Glück gehabt. Snowboard, ey. Nimm das Snowboard, alles klar. Welche danke, Stefan. Gegenstände gehört zum Arztberuf? Oha. Stefan, ganz wir machen dann mal Frühling. Ganz starke Antwort. Der Rollator gehört zum Arztberuf. Ja, kann man denken, ne? Tim Burton. Tim Burton. Batman Returns. Puh. Dann denke ich doch auch mal Batman normal. Batman normal vor allem. Richtige Antwort. Ich weiß auch noch einen. Ich glaube, ich glaub Mars Attacks auch. Gut gemacht. So. Planet der Affen, jawohl. Jawohl, ja.
jetzt wird's schwierig, jetzt wird's schwierig. Das na, verdammt. Das kann ich besser. Ja, das da können würde wir besser. Ich mich schwer tun. Aber gut. Und weiter geht's. Die Charaktere, die in einer Wagner-Oper vorkommen. Boah, das ist ja total mein Genre. Ja, ne? Ich rate, ich mach's mal so. Zack. Ja. Weiter so. Okay, und dann machen wir hier wieder das Maus-Orakel. Na. Falsch. Na, was ein Pech. Hätten wir mal die Linken genommen hier. Schreiten wir voran. Also, das zweite X auch bei uns. Olympischen Spielen eine Goldmedaille im Skispringen. Oh, Skispringen, ja, das könnte Masupilami. Das könnte, also, wir haben hier auf jeden Fall den, wo haben wir ihn denn? Ach komm, soll doch ein Witz sein. Ah, der hier hat bestimmt eine. Jens Weißflug. Sven Hannawald, ja. Thomas Morgenstern, kann ich mir auch vorstellen. Die Antwort ist richtig. Ah, und der Simon Ammann natürlich auch. Hoffen wir mal, dass Stefan den nicht wegnimmt. Das akzeptiere ich als richtig. Absolut richtig. So. Neureuther. Neureuther und Alberto Tomba, die sind keine Skispringer. Michael Mittermeier ist ein Comedian. Puh, ich habe keine Ahnung. Vielleicht der hier? Diese Antwort ah, Glück gehabt. Und richtig. Na, mach's. Ach, komm. Dann würde ich sagen, der finde hier vielleicht noch. Korrekt. Jawohl. Und akzeptabel. Und jetzt wird's eine. Es sollte, glaube ich, noch eine richtige da sein. Oh, und die hat er. Was wollte ich? Ach ja. Ja, alles richtig. Welcher Name bezeichnet eine Schlange? Eine Schlange. Da haben wir doch einmal eine Kreuzotter. In Schwarze getroffen. Stimmt, weiter so. Dann haben wir eine Boa. Das lasse ich mal so gelten. Das kam ja wie aus der Pistole geschossen, richtig. Eine Viper. Lena, eine präzise und richtige Antwort. Richtig. Puh, Angola-Python, gibt's sowas? Geraten gibt oder es. Gewusst? Gewusst, stimmt. Natürlich. Richtige Antwort. Tja. Gewöhnliche Mamba, das klingt irgendwie doof. Ich nehm's aber mal trotzdem. Lena. Jawohl. Stimmt. Da seid ihr gleich auf. Und Punkte. Waren das alle? Das wird jawohl. Also wieder zum zweiten Mal in Folge. Alles richtig. Mensch, wir sind ja richtig gut. Antillen. Die großen Antillen. Ach du je. Ach du je. Wie wär's denn mal mit Puerto Rico? Ah, gut gemacht. Dann sollten das auch Jamaika sein. Da kennt sich wer aus. Kuba auch. Jawohl, ja. Ja, dann nehmen wir mal Kuba. Lena. Super. So, Sri Leider Lanka. Ah, Sri Lanka ist es nicht. Achtung, es geht und das ist das nächste X für Stefan. Die Filme, in denen James Cameron als Produzent genannt wird. Alles klar. Avatar 3. Ja, das ist ein bisschen Alter, Zukunftsmusik. Also, James Cameron. Da haben wir dann Avatar. Bravo, richtig. Richtig beantwortet. Und dann haben wir auch Ilya. Tut mir leid. Ach was. Richtig. The Terminator ist es nicht. Ah, ist das nicht der erste Teil? Verdammt. Welcher Begriff? 3 zu 3. Oh, jetzt müssen wir aufpassen. Ein Knochen im menschlichen Körper. Die Antwort ist richtig. Ach du Jemine. Ach du Jemine. Ich habe absolut keine Ahnung. Das hört sich hier Rumbale. Oh, stimmt nicht. Ist natürlich falsch. Ärgerlich, ärgerlich. Da hat er das Ding doch noch gewonnen. Mann, Mann, Mann. Schade, schade. Das sah so gut aus.
zeigt uns der Zuschauer. Also, ich mache hier wieder ein kurzes Päuschen. In dieser Folge hat Stefan beide Spiele gewonnen. Nee, gar nicht. Wir haben das dritte Spiel natürlich gewonnen. Also 6-9. Stefan geht das erste Mal in Führung. Und in der nächsten Folge geht es dann weiter mit Spiel Nummer 6. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Bis dann.